Ja, und damit begrüße ich euch zu meinem nächsten Stream. Wir spielen heute C&C3 weiter. Wir sind momentan mitten in der Kampagne der Nott. Ich bin mal gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass diese Kampagne sich jetzt auch langsam, aber sicher dem Ende zuneigt. Ja. Mal gucken, was da heute auf uns zukommt. Wir waren letztes Mal in Australien und haben da den Ayers Rock infiltriert und sind danach in die italienische Rote Zone versetzt worden. Ja, und haben da bereits die Catalyst-Rakete beschützt und wir haben noch irgendwas gemacht da. Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir da noch eine andere Mission auch noch gemacht gehabt. Ja, ich gehe davon aus, dass Italien unser letztes Einsatzgebiet ist, weil das bei der GDI halt auch so war. Kann so, ne, so, das ist irgendwie. Ich finde, das klingt irgendwie logisch, dass das jetzt auch das letzte ist. Ich wechsle mal eben direkt zur Live-Scene. Vielleicht kann ich dann besser sagen, was wir noch so gemacht haben. Kampagne fortsetzen. Was haben wir denn hier in Italien alles gemacht? Wir haben in Norditalien, genau, das war die Catalyst-Rakete, dann haben wir noch das italienische Hügelland, genau, gespielt, da haben wir die Codes der Aliens gestohlen, die wir zum Betreten der Türme von denen benötigen. Als nächstes kommt dann Operation Stiletto. Ja, die steht als nächstes auf dem Plan und ich bin mal gespannt, was da jetzt sozusagen kommt, weil angekündigt wird das als nervige und blöde Mission. Mal gucken. Schlagen Sie die GDI und die Besucher mit ihren eigenen Waffen, um den Vormarsch der GDI in Italien aufzuhalten. Warte mal erstmal. Ja. Ja, okay, gut, doch. Schauen Sie mal, die kämpfen wie Ameisen und verdrängen das Los, das sie erwartet. Früher oder später rotten sie sich gegenseitig aus. Aber darauf können wir leider nicht warten. Diese Kämpfe gefährden die Türme, vernichten sie deswegen also beide Armeen, die GDI und die Besucher. Weitere Nordeinheiten sind schon unterwegs zu ihnen, aber die werden sie nicht brauchen. Vernichten sie die GDI und die Besucher einfach mit ihren eigenen Waffen. Zerstören sie alles, was sich bewegt. Und zerstören sie alles, was sich bewegt, hört sich nicht gut an. Naja, egal. Gut, ich komme eh nicht drum rum. Die GDI rückt schneller als erwartet durch die italienische Rote Zone vor und ist für die Errichtung der Besucher vor Ort eine ernste Gefahr. Wir müssen sie aufhalten. Im Moment geht die größte Gefahr von einer großen GDI-Armee aus, die die Truppen der Aliens am Ostufer des Tibers zurückdrängt. Da wir nur wenige wahre Gläubige haben, warum auch immer, kommt ein direkter Angriff auf die GBI nicht in Frage. Versuchen Sie stattdessen, die beiden Bauhöfe der GDI mit Shadows und Saboteuren zu übernehmen und schlagen Sie, och nee, unsere verhassten Erzfeinde mit seinen eigenen Waffen. Erobern Sie anschließend die beiden Drohnenplattformen der Aliens. Erst dann wird sich Kanes Plan voll entfalten. Vernichten Sie alles, was sich Ihnen in den Weg stellt, egal ob es sich dabei um Einheiten der GDI, der Bruderschaft oder der Besucher handelt. Also mit anderen Worten, ich darf. Das ist Italien? Das sieht nicht mal mehr wie die Erde aus. Ja, gut. Empfange Nachricht. Die GDI ist tief in die rote Zone vorgestoßen, um die Alien-Invasoren zu bekämpfen. Wir müssen sie aufhalten. Die GDI hat zwei Lager. Eine Primärbasis im Südwesten, eine Luftwaffenbasis im Norden. Beide sind eine Bedrohung. Erobern Sie beide Gefechtsstände und beide GDI-Basen. Erobern oder zerstören Sie die Produktionsgebäude der GDI, um Ihrer Armee die Grundlagen zu entziehen. Ja, hört sich nach viel Arbeit an. Wenn ich das mal so sagen Die darf. Aliens haben zwei Kommandozentralen. Erobern Sie diese Zentralen mit Saboteuren, um das Blatt zu wenden. Erobern oder zerstören Sie alle Alien-Produktionsgebäude und unterstellen Sie Nord Ihre Truppen.
Aber wenn die doch gegeneinander kämpfen, dann machen die so auch Nähe. Muss ich jetzt aufpassen, dass sich die Computer nicht gegenseitig auslöschen. Das war jetzt ganz schön viele Ziele, deswegen speichere ich jetzt tatsächlich schon das erste Mal ab. Weil ich möchte nicht immer, wenn ich neu starten muss, aus irgendwelchen Gründen, direkt, ich arbeite allein. Die ganzen Sequenzen nochmal sehen. Okay, warte mal, was kann man denn jetzt zuerst machen? Mal, Brücke vor. Umgehen, ein Stückchen, vielleicht. Ich verstehe. Hier ist zu viel los. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay, hier ist zu viel los. Jetzt geht es los hier auf dem Hauptschiffeld. Ich glaube, ich versuche zuerst hier diese Basis hier zu erobern. Ich schätze mal, den Haupteingang zu benutzen ist dumm, also versuche ich hier oben rum zu gehen, wenn das geht. Was muss denn dann nach oben? Ja, das passt schon. Irgendwie klappt das. So. Rücke vor. Ich verstehe. Rücke vor. Ich verstehe. Ja, ihr macht das schon, ne? Okay. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit oben ist, vielleicht sogar schon. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich speichern sollte. Also sehr oft speichern sollte. Brücke vor. Jetzt. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Brücke vor. Okay. Brücke vor. Ich verstehe. Mann, hier sind aber auch Raketentrupps, das gefällt mir nicht. Jetzt, okay, die greifen mich ja jetzt gerade nicht an. Wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, dass ich da bin. Okay. Sie greifen die Basis an. Meine Truppen gelten ab sofort als Bedrohung. Wir beginnen jetzt mit Angriff. Einheit wird angegriffen. Ja, soviel zu dem Thema. Ich verstehe. Hauptquartier, hier ist Infanterietrupp Delphi. Wir haben auf dem Gelände des Hauptstützpunkts Nordeinheiten geortet. Wie sollen wir vorgehen? Oh Mann. Das ist echt... Warum habt ihr denn angegriffen? Was jetzt? Wenn ihr nicht angreift, dann greifen die mich auch nicht an, ne? Positiv. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Rücke vor. Das heißt, wenn ich einfach nicht angreife, passiert nichts, ja? Was habe ich hier unten eigentlich für Befehle? Kann ich irgendwie sagen... Rücke vor. Ich verstehe. Hauptquartier, hier ist Infanterietrupp Delphi. Wir haben auf dem Gelände des Hauptstützpunkts Nordeinheiten geortet. Wie sollen wir vorgehen? Ich verstehe. Positiv. Feuer einstellen. Mit Vorsicht vorrücken. Die greifen mich nicht an. Ich habe jetzt hier vier. Ich arbeite allein. Vier. Eins. Ausbildung 2. Die Bruder Ursprung. Keine Ahnung. Hier hat alles angefangen. Das ist ein Kriegsgebiet. Wir müssen vorsichtig sein, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Bruderschaft vertraut mir. Kann ich Ihnen helfen? Vorsicht. Was hab ich denn? Was ist das hier? Rückwärts bewegen. Ach, das ist das, was du. Rückwärts bewegen, okay. Feigen Mistkerle wollen uns mit unseren eigenen Waffen bekämpfen. Haltet sie auf! Ja, ich mach doch gar nichts. So.
Wenn ich jetzt wüsste, wie ich hier weitermachen soll, damit es schlau ist, ne? Du gehst da rein. Machen wir uns an die Arbeit. Da reinschicken, dann gehst du. Ich kann Ihnen helfen. Da kann ich auch reinschicken. Warte mal, wie viele habe ich jetzt hier stehen? Was jetzt? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wird genau passen. Ich koste mal. Die Bruderschaft vertraut mir. Was gibt es? Ich kenne den Weg. Ich weiß halt nicht, wie viele von meinen Leuten das überleben, was ich hier vorhab, aber ist das wichtig? Ich weiß nicht, ich mache einfach mal. Wenn die Aliens mich auch nicht angreifen, dann mache ich die gleiche Taktik bei dem Stützpunkt hier. Wenn das klappen sollte. Ich weiß ja nicht, ob es klappt. Vielleicht klappt das ja auch gar nicht. Ich bin mir ja nicht so sicher, ne? So. Einfach mal speichern. So. Kann ich Ihnen helfen? Mehr Gebäude. Ich kann Ihnen helfen. Gebäude arbeiten wir besetzt. Zusammen. Neue Was braucht die GDI-Primärbasis wurde neutralisiert. GDI-Zentralkommando erobert. Hey, Sie haben die Kommandozentrale erobert. Was zum Teufel ist hier los? Macht sie fertig! Einsatzziel erreicht. Konzentration. Also, dann beginnt hier direkt der Krieg von allem. Okay, ich bin verstanden. Ausbildung. Dann habe ich mein Kommando natürlich durchgebracht. Raketendruck einsatzbereit. Sie greifen die Basis an. Nordtruppen gelten ab sofort als Bedrohung. Wir beginnen jetzt mit Angriff. Ja, mach doch. Raketendruck einsatzbereit. Unterwegs. Raketentrupp einsatzbereit. Auf sie! BMT einsatzbereit. Operation läuft. Zeigen wir sie. Einheit verloren. Oh nee, ne? Kein Geld mehr. DMP einsatzbereit. Stopp Angriff! Echt jetzt kommt schon. Guten Morgen. Oh, es geht eigentlich. Also. Ich habe jetzt meinen gecheckt, was ich einsatzbereit. Ich muss gestehen, ich habe jetzt ein bisschen. BMT einsatzbereit. Ich habe erstmal so ein bisschen was probiert, das hat nicht so gut geklappt, aber das war nicht so schlimm. Also alles okay eigentlich. Nö, also alles okay. Ich habe jetzt, wo ich weiß, was passiert, geht das eigentlich. Aber kann ich nicht rein theoretisch? Was brauchen Sie? Arbeiten wir zusammen. Was gibt es? Verstehe. Vertrauen Sie mir. Ja, natürlich. Halt, ne? Ich muss euch sehen. Wo seid ihr jetzt alle? Ich warte. Kann ich irgendwie helfen? Bist du noch da? Die Schwingen von Mord. Was brauchen Sie?
Wo habe ich denn jetzt überall einen stehen? Ich kenne den Weg. Ich höre. Okay. So. Kann ich Ihnen helfen? Verstehe. Das weiß ich nicht so genau, ob du mir helfen kannst. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich bin hier. Jetzt schicke ich dich mal darüber. Ich lasse euch erstmal einfach da stehen, das passt schon. Ah, okay, dann mach das gleich mal leiser. Gut, danke, danke, dass Bescheid gesagt wurde, immerhin. Dann kann ich was ändern. Einen Moment. Spiel leiser machen. So. Ich hätte auch einfach mich lauter machen können. Ah, egal. So. Weiter geht's. Rücke vor. Ja, gut. Ich verstehe. Sehe ich jetzt nicht so als relevant gerade. Fast schon. Okay, die Aliens lassen mich. Auch in Ruhe. Wahrscheinlich bis ich was mache, schon klar, ja, ne? Gut. Piu, piu. Ja. Okay. Also wenn ich nichts mache, lassen die mich in Ruhe. Bin allzeit bereit. Rücke vor. Hier brauche ich 5. 8. Tiberium-Belastung gemessen. Ach ja, aber okay. Nicht unbedingt im Tiberium. Positiv. Okay. Okay. Und hier 2. Mit anderen Worten, ich kann echt rein theoretisch. 5 brauche ich da. Dann brauche ich hier 3. Macht 8. Ja, hier wurde es kaputt gemacht. Dann brauche ich da 4, sind 12. Dann brauche ich 14 Stück. Ich verstehe. Brauche ich 14 Stück, das ist ganz schön viel. Du hast die Mission gestern auch gespielt und verloren. Das ist ja mal nicht so toll. Rücke vor. Hier ist 4 Stützpunkt. Ich würde sagen, hier haben die Aliens schon ganz gut gearbeitet. Ja gut, die Aliens machen jetzt hier wahrscheinlich kurz einen Prozess, ne? Die machen das jetzt platt hier alles, weil das sind zu viele. Aber kann ich nicht irgendwie vielleicht allen meinen Einheiten... Ja gut, okay, das ist egal. Kann ich nicht irgendwie vielleicht allen meinen Einheiten irgendeinen Befehl gleichzeitig geben? Sodass sie nicht alle nacheinander irgendwas machen, sondern alle gleichzeitig? Angriffsmodus, Feuern auf Verbündete... Ne, okay, das ist blöd. Vormarsch, Einheitenrücken... Diese Funktion hier unten habe ich noch nie benutzt. Mal gucken, vielleicht ist das ja praktisch. Ja, sonst hätte ich ja schon verloren. Auf die sie alle treffen, nee, das ist auch Quatsch. Angriffsmodus, hey, ist das nicht gleich wie das hier? Nee, das ist Feuern, das ist Bewegen, okay. Rücken, schauen wir mal, verlieren wir. Okay. Rückwärts. Ach, das ist die Rückwärtsbewegung, von der du schon mal geschrieben hast. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, bla bla bla. Was ist denn hier noch? Rückwärtsbewegung. Die gewählten Einheiten ziehen sich rückwärts zur Zielposition zurück mit dieser... Ja gut, okay, hätte ich das benutzt, wäre sicherlich einiges einfach gewesen. Wegpunktmodus, können Sie gewählten Einheiten mehrere Befehle erteilen. Die Einheiten führen ihre Befehle umgehend.
weitergehend aus. Und das ist Planungsmodus. Im Planungsmodus können Sie den gewählten Einheiten mehrere Befehle erteilen. Wenn Sie den Planungsmodus verlassen, führen die Einheiten ihre Befehle aus. Also warte mal. Ja? Positiv. Stealth-Einheit geortet. Okay. Wie ist der Plan? Warte mal, jetzt gehe ich wieder in den Planungsmodus. Ist der jetzt an oder aus? Jetzt mache ich den an, jetzt gehe ich, sag ich den nach. Bereit. Okay, ich kann auch mehrere Einheiten dann gleichzeitig befehligen. Aber ist der Planungsmodus dann nicht komplett OP in dieser Mission? Weil ich meine, kann ich nicht einfach... Warte mal. Ich lade den Spielstand neu.